So, liebe Leute, es ist soweit. Wir haben die Spoiler zum One Piece Kapitel 1045 endlich. Und es geht direkt dort weiter, wo es aufgehört hat. Ruffys Gear 5 in Action. Und Ruffy setzt hier wiedermals so krasse neue Techniken ein in seinem Gear 5. Er verwandelt sich, er kann die ganze Umgebung zu Gummi machen. Er hat Paramecia-Eigenschaften, aber auch Zoan-Eigenschaften. Und was noch alles in dem Chapter passiert, werde ich euch gleich nach dem Intro sagen. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da, liebe Leute. Denn der One Piece Hype ist nicht zu stoppen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und ab dafür! One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, das Kapitel 1045 trägt den Namen, den Titel Next Level. Und das ganze Chapter ist auch wirklich Next Level. Und es bezieht sich auch wirklich, glaube ich, auf Ruffy. Und wirklich auf das nächste Level, was er jetzt erreicht hat. Und jetzt kann man wirklich sagen, nach diesem Chapter, Ruffy ist zu 100% auf Kaiser-Level, wie er kämpft. Er wird Kaido besiegen mit dieser Form. Sie ist zwar auch ein bisschen energiekostspielig, das erklärt Ruffy hier auch in diesem Chapter. Beziehungsweise, wir kriegen das hier mit. Aber Ruffy hat ja eine gute Lösung gefunden, um die Form trotzdem weiterhin anzuwenden. So, wir kriegen eine Color Page, die Cover Story mit den Germa wird erstmal pausiert, also in der Color Page sehen wir alle Strohhüte zusammen sitzen, mit Briefen in den Händen und mit der Überschrift Sea of Liberation, was ja gerade auch zeitaktuell perfekt passt zu diesem Gear 5 Thema, mit See der Freiheit, der Befreiung. So, und das ganze Chapter, das komplette Chapter dreht sich um Ruffy versus Kaido. Und es wird hier klar wieder am Anfang gesagt, dass die Spoiler ein das Chapter jetzt ein bisschen kaputt machen, denn es ist ein komplettes Kampf-Chapter, also geile Panel, die einfach pure Action zeigen, lustige Angriffe. Steht hier auch, der Kampf ist sehr lustig, very funny. Und man würde es auf jeden Fall enjoyen, wenn man es liest. Deswegen in diesen Textformen, was die Spoiler ja sind, in dieser Textform kann man das gar nicht so gut rüberbringen und fühlen. Deswegen wartet auf das Chapter auf jeden Fall. Trotzdem sind die Spoiler in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Kaido bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht gecheckt hat, dass Ruffy Joyboy ist. Also er hat es zumindest noch nicht ausgesprochen. Ich hätte mir eigentlich in diesem Chapter gewünscht, dass Kaido jetzt auch mal, weiß ich nicht, so die Erkenntnis hat, weil er selber wollte Joyboy wohl all die Jahre sein. Hat ja Ruffy auch von Onigashima runtergeschmissen, hat sich ja auch dann gefragt, warum Ruffy nicht Joyboy ist, weil er es selber so ein bisschen geglaubt hat. Und ich habe gedacht, in diesem Chapter, so nach diesem Tod und er ist jetzt wieder da mit einer neuen Form und so und auch sein Herzschlag und so hat sich ja verändert kurze Zeit und alles, dass er dann jetzt selbst checkt, okay, Ruffy ist doch Joyboy. Vielleicht hat er das, aber er hat es noch nicht ausgesprochen. Er redet hier nur über Ruffys Frucht. Wie untypisch die ist, diese Frucht, weil er damit Umgebung zu Gummi machen kann, was eigentlich Paramecia-Eigenschaften sind. Also wenn man eine Paramecia erweckt, so war es ja auch bei Doflamingo, er hatte ja auch eine Paramecia mit den Fäden und da wurde auch die ganze Umgebung zu Gummi. Und das ist bei Paramecia-Früchten normalerweise so. Natürlich Law und Kid, da ist wieder alles anders, die haben auch Paramecia-Früchte, aber normalerweise wird die Umgebung dann zu diesem jeweiligen Ding, was diese Paramecia-Frucht hat. Aber Kaido sagt auch, dass er die Eigenschaften von einer Zoan-Frucht hat, weil er sich halt so verwandeln kann, wie ein Zoan-Nutzer. Ich bin mir fast schon sicher, dass Ruffy auch noch die ganzen Logia-Eigenschaften aufweist. Ich glaube, Ruffy hat diese eine Teufelsfrucht, die alle Eigenschaften von den drei Arten zusammenfasst, von Logia, Paramecia und Zoan. Ich frage mich nur, wann diese Logia-Eigenschaften kommen. Falls sie kommen, ist nur so ein Gedanke. Ich kann es mir vorstellen auf jeden Fall, dass es passiert. Das wäre dann aber noch ein Schritt weiter, meiner Meinung nach. Wenn Ruffy in diesem Gummi selbst und der Umgebung switchen kann und fast zu diesem flüssigen Gummi wird oder so, das wäre noch eine Idee für jetzt Logia-Eigenschaften. Aber Ruffy benutzt hier in diesem Chapter auch eine neue Technik, einen neuen Angriff, der heißt Gomu Gomu no Giant. Was natürlich erstmal ein Joke ist, denn, oder jetzt haben wir mehr oder weniger die Antwort, Ruffy sagt immer noch Gomu Gomu no. Was ja eigentlich für die Gum-Gum-Frucht steht. Ruffy weiß es ja noch gar nicht, dass er nicht die Gum-Gum-Frucht hat, sondern eine Zoan-Frucht, die Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika. Ruffy sagt weiterhin Gomu Gomu no und ich glaube auch und ich hoffe auch, dass er das weiterhin sagt, weil das ist ja so ikonisch, das ist ja Ruffys Catchphrase, das muss eigentlich immer noch passieren. Wenn er jedes Mal vor jedem Angriff jetzt Nika Nika no sagt oder so, weiß ich nicht. Vielleicht passiert das, wäre auch okay, aber weiß ich nicht, das ist irgendwie besser. Aber der Gomu Gomu no Giant turnt seinen ganzen Body zu einem Riesen. Er wird einfach ein riesiger Typ. Es gab mal so eine Filler-Folge. Ich glaube, er sieht nicht so aus. Denn hier steht, er sieht aus wie ein Gott. Ich frage mich nur, welcher Gott? Ist er jetzt nicht mehr so völlig albern, so cartoonig? Weil das war ja noch im letzten Chapter so das Ding. Hier steht ja auch am Anfang, dass der Kampf sehr, sehr lustig sein soll. Aber wenn er jetzt hier wie ein Gott aussieht, dann ist das, glaube ich, meiner Meinung nach schon ein bisschen episch. Und ich glaube auch nicht, dass der gesamte Kampf ins Lächerliche gezogen wird. Also wir werden es sehen. Das Chapter wird absolut spannend sein, wenn man es liest. Und ich bin echt gespannt, ob Oda da diesen schmalen Grat trifft, dass es nicht zu albern wird, aber trotzdem lustig. Wisst ihr, weil es hier immer noch
auch eine ernste Situation gerade. Aber ich bin ehrlich, ich sag immer noch, diese Fähigkeit, diese Teufelsfrucht, dieses Verrückte, das passt zu Ruffy so gut. Und Momo und Yamato erreichen auch das Dach. Die sind oben und sehen Ruffys neue Form. Und das finde ich richtig krass. Jetzt gibt es Zeugen, die Ruffy sehen. Und gerade Momo und Yamato, sehr wichtig, weil Momo ja immer noch im Kontakt zu Zunisha steht. Die können sich ja irgendwie noch unterhalten über die Stimmen des Universums oder so. Und ich bin gespannt, ob die irgendwie interagieren mit ihm. Also eigentlich will ich das nicht natürlich. Eigentlich will ich, dass sie nur am Rand sind und zuschauen. Aber trotzdem will ich irgendwie, dass Momo ihm das sagt, dass er Joyboy ist. So, wisst ihr? Die Bestätigung wenigstens irgendwie mit Zunisha. Über Zunisha, Momo. Und Momo ist ja immer noch in der Drachenform. Er ist ja noch gar nicht gezeigt worden in seiner menschlichen Form. Er wurde älter gemacht und das darf man auch nicht vergessen. Da freue ich mich auch ganz ehrlich drauf. Momo zu sehen in seiner erwachsenen Form. Wie sieht er aus? Shinobu ist in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, dass er aussieht wie Oden. Und deswegen, ich bin einfach nur gehypt. Wie sieht Momonosuke aus? Würde sich zurückverwandeln demnächst oder dauert das noch alles? Wie dem auch sei, Ruffys Energiereserven sind leer. Das steht hier. Aber er hat eine Technik, eine Methode, um die wieder in Gang zu kriegen, seine Energiereserven. Und zwar kann er sein Herz einfach pumpen und das Blut wieder in Wallung bringen. Und dann, dank dem Trommelherzschlag, so steht's hier, kann er sich wieder erholen. Und auch wieder eine Sache, die wir angenommen hatten. Wisst ihr noch? Im Stream hat auch einer geschrieben von euch, dass höchstwahrscheinlich Ruffy wieder in diese Form immer gehen kann, in diese Gear 5 Form, indem er irgendwie sein Herz in einen bestimmten Rhythmus schlägt. Er muss seinen Herzschlag kontrollieren. Und ich glaube, das ist wirklich der Kern des Ganzen. Ist auch hier, dass er sich wieder erholen kann und sowas. Er ist jetzt auch ein Zoan-Nutzer und erwachte Zoan-Nutzer haben eine krasse Regeneration. Und deswegen, ich glaube auch, diese ganze Gear 5 Form ist nicht abhängig von irgendwelchen Haki-Reserven, die leer gehen bei Ruffy, sondern es ist einfach die Teufelskraft und die kann er immer wieder einsetzen. Natürlich, die Angriffe und alles, was er in dieser Form mit Haki macht, die ziehen auch Haki-Reserven von Ruffy. Aber die reine Form, glaube ich, die reine Gear 5 Form nicht. Und genau so eine Form brauchte Ruffy, denn selbst Snakeman und so kann er ja nicht lange halten. Ich glaube, dass er dieses Gear 5 zum Beispiel länger halten kann wie Snakeman. Am Ende des Kapitels sehen wir Ruffy, wie er Kaido extrem, extrem ins Gesicht schlägt, Leute. Und er sagt dann nur noch zu Kaido, das macht Spaß. Stimmt's, Kaido? Das sind die Worte, die Ruffy zu Kaido sagt. Und dann endet das Chapter. Wir kriegen diese Woche höchstwahrscheinlich auch keine detaillierte Zusammenfassung, steht hier. Nächste Woche aber keine Pause, Leute. Das bedeutet, Dienstag, Mittwoch haben wir wieder die Spoiler und es wird wahrscheinlich wieder direkt weitergehen. Das war auch das letzte Kapitel für diesen aktuellen Band dann und deswegen kann in dem nächsten Kapitel theoretisch der Vorhang zugehen. Es wäre meiner Meinung nach ziemlich gut, jetzt dann im nächsten Chapter, was ja auch der nächste Band dann ist von One Piece, vielleicht den Flashback von Kaido anzufangen, dass das damit anfängt sozusagen. Das könnte man gut machen, weil ansonsten wäre das eigentlich cool, wenn wir noch ein bisschen was davon sehen würden. Wisst ihr, wenn jetzt im nächsten Kapitel Kaido direkt besiegt wäre und der Arc dann zwar endlich vorbei wäre und dann ist natürlich immer noch spannend, was ist mit der Weltregierung, was ist mit Zunisha, wie geht's danach weiter? Es gibt ja so viele Fragen noch, Big Mom ist da in diesem Loch noch und so, deswegen, es gibt ja noch so viel offenen, spannenden Kram da gerade, aber trotzdem will ich noch ein bisschen Gear 5 Action weiterhin sehen. Ich hoffe noch, wir haben noch ein Chapter Kampf. Das haben wir auch, denn Kaido ist hier noch nicht besiegt. Der ist hier noch überhaupt nicht vernichtet. Er wurde zwar am Ende krass geschlagen, aber hier stand jetzt nichts, dass Kaido besiegt ist. Deswegen, ich glaube, wir kriegen immer noch ein Flashback. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst den One Piece Hype nicht sterben. Es ist zurzeit so krass, dieser Hype. Es wurde ja auch noch ein neues One Piece Open World RPG angekündigt. One Piece Odyssey. Gestern einfach auch noch. Also One Piece ist zurzeit nicht zu stoppen. Wie dem auch sei, ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.